Leute. Hä, und die Revanche? Die kriegt mich ja noch. Es war der schönste Tag seit Ferienanfang. Einfach der perfekte Badetag. Aber dann passierte etwas Schreckliches. Rita, kommst du hier mit rein? Im Sack, da bewegt sich was. Ist bestimmt ein Tier drin. Vielleicht eine Katze? Spinnst du? Hey! Lassen Sie das! Hören Sie auf! Was ist denn jetzt schon wieder? Okay. Ich wollte mal hier meine Katze abbrechen. Tja, Fischkopf halt, was? Greta, super! Komm schon, das schaffst du! Das ist. Und wenn er jetzt nur Müll drin ist? Wird sie wieder, Herr Doktor? Wird sie gesund? Jetzt warten wir erstmal die Ergebnisse des Bluttests ab. Aber ich fürchte... Aber ich brauche sie doch zu Hause. Mein Linchen findet sich ja besser zurecht als ich mittlerweile. Ja, manche haben einen blinden Hund und ich habe halt meine blinden Katze. Notfall, Papa, Notfall! Hallo, ich habe noch Patienten. Juanita, mal bitte, wir haben die Kleinen aus dem See gerettet. Ja, wenn es ein Notfall ist... Ach, Lenchen hat ja nichts Ernstes. Ach. Retten Sie die Kleinen. Jemand hat sie ins Wasser geworfen. Vor unseren Augen. Im Sack. Papa tat alles, um beide Kätzchen zu retten. Der junge Mann wird's überleben, dank euch. Aber auch ein guter Tierarzt kann eben nicht zaubern. Wir sind sehr, sehr traurig. Mach doch mit. Und was machst du hier? Wollt mal schauen, wie es den Kätzchen geht. Goldfisch geht's gut. Aber seine Schwester... Goldfisch? Naja, weil er doch aus dem Wasser kommt. Los. Sprecht mir nach. Wir schwören. Wir schwören. Wir suchen und finden den Katzenmörder. Wir suchen und finden... Moment mal. Den Katzenmörder. Greta, das passiert hier andauernd. Ach ja? Findest du es etwa normal? Ich nicht, aber manche Leute schon. Katzen vermehren sich halt so schnell. War ja klar. Ihr schlachtet ja auch andauernd Tiere. Das war nicht fair. Schlachten ist was ganz anderes. Aber du kannst doch nicht alle Leute verfolgen, die ihre Katzen ertränken. Kann ich nicht. Das könnte sie doch sein. Das ist ein Männchen. Aber hier, roter Mischling, Mutterkatze. Der Besitzer heißt Schott. Wow, der hat noch 7 weitere Katzen, 8 sogar. Und es war ein Mann, ich habe ihn gesehen. Was macht ihr denn da? Wir ermitteln gegen den Katzenmörder. Seid ihr nur bei Trumps? Ihr könnt doch nicht in meinen Patientendateien rumstöbern. Das sind vertrauliche Daten, die Besitzer mir zur Verfügung stellen. Ihr habt hier nichts verloren. Raus! Sagt mal, was habt ihr eigentlich gesucht? Mutterkatzen, die so ähnlich aussehen wie Goldfisch und deren Besitzer. Ja, gar nicht so dumm. Aber wenn das die Runde macht, dann muss ich die Praxis schließen. Also, raus! Hallo? Du hast doch die Kätzchen gesehen. Was bist du eigentlich für ein Tierarzt, dass dir das egal ist? Naja, ihr habt ja recht.
Das ist eine Straftat und es ist Tierquälerei. Wir können eine Anzeige machen. Aber die Jagd auf die Verbrecher, die überlasst ihr gefälligst der Polizei, okay? Okay. Greta? Ich habe verstanden, was du gesagt hast, Papa. Das war keine Antwort. Okay. Hier, ich hab ihn! Bist du sicher? Klar, das ist er. Ich hab ihn in der Aufregung einfach ins Schilf geworfen. Boah, ist der schwer. Er wollte, dass ich schnell untergehen. Das ist so ein Drecksack. Aber wir hielten schon so einen Schrott auf. Ein Klempner vielleicht? Sind alles Indizien. Indie was? So nennt man Beweise, die einen Verbrecher überführen. Klugscheißer. Sieht aus wie von einer alten Klospülung. Na, das ist doch ein Hinweis, oder? Wir suchen also jemanden, der nicht mehr spülen kann. Also los, immer der Nase nach. Celine, du guckst noch mal nach dem weißen Kombi. Mhm. Und wir gehen zu diesem Shot. Finde ich toll von dir, dass du wieder mitmachst. Weiß ich doch, Gretelein. Guck mal, man mischt das Pulver mit heißem Wasser an und dann schüttelt man es ganz doll. Das ist Spezialmilch. Extra für Katzenbabys. Hm? So ein bisschen abkühlen. Machst du das? Hm? Wo ist eigentlich deine Schwester? Greta. Du, wo lebt die Katzenmama eigentlich noch? Das ist anzunehmen. Waren ja nur zwei Babys in dem Sack. Sag mal, Greta. Dann vermisst sie ihre Kinder bestimmt sehr. Und ich vermisse deine Schwester. Weißt du, wo sie ist? Nee, Papa, weiß ich nicht. Und wo ist das Wasser? Schott. Katzen ohne Ende. Wenn du mich fragst, ein paar zu viel. Okay, ich sag nichts mehr. Sie sieht Goldfisch nicht ähnlich. Na und? Wir hatten auf dem Hof schon Würfe, da sah jedes Kätzchen anders aus. Ja. Komm. Ich habe euch gar nicht kommen hören. Wir wollten. Mögt ihr Katze? Ich habe ein paar zu viel. Es wird immer mehr. Aber was soll ich machen? Ich kann mich nun mal nicht von ihnen trennen. Hm? Hallo, Papa? Ja, alles klar. Wieso? Ja, wir sind nur ein paar Tiere gucken. Ganz kurz geparkt. Was? Ach, schäm dich, anständige Leute anzuschwärzen. Fangen schon die Kinder damit an. Den Täter zu finden war viel, viel schwerer, als wir gedacht hatten. Aber nicht so schwer, wie mit unserem Hund fertig zu werden. So, du darfst jetzt bei mir wohnen. Das ist mein Bett. Und das ist Gretas Bett. Gretel war nämlich gar nicht erfreut über unseren neuen Gast. Lass das, Gretel, aus! Ihr wisst ja, Hunde und Katzen. Nein,
du denn da? Und was siehst du aus? Hilf mir! Ja, da kann man doch einen Klempner holen. Jetzt lass schon los. Nein, ich bin zu schwer. Ja, Gott, lass los, ich werde nass. Nein! Gott! Oh Mann! Was hast du denn gemacht? Mann, nicht! Na, das ist ja noch mal gut gegangen. Das war doch ein weißer Kombi. Kein Kombi, ein Kastenwagen mit geschlossenem Laderaum. Ja, dann halt ein Kastenwagen. Hätten wir doch bloß die Nummer notiert. Hallo, Herr Akçay. Hallo. Hallo, Kinder. Was kann ich für euch tun? Können Sie damit was anfangen? Oh, ich kaufe keinen Schrott und altes Metall. Ich bin Klempner, hab genug neues Metall. Da, schaut. Wir wollen ja nichts verkaufen. Wir wollten nur fragen, was ob Sie da... Was macht ihr denn hier? Reg dich ab. Wir wollten ihn nur was fragen. Wir haben nichts damit zu tun. Bakbuk ist hier bei Banado Kurtori. Bitte, also, Children. Haut ab. Wir wollten auch nur fragen, ob er das hier kennt. Ist wie in der Katze, hä? Wir haben nicht mal eine Katze. Lasst meinen Vater in Ruhe. Haut ab, Mann. Cem, bak bu iyi bir kıza benziyor. Hadi torbayı geri getir. Yürü. Sowas benutze ich schon lange nicht mehr. Es tut mir leid. Habt ihr es mal auf dem Schrottplatz versucht? Lass das, Rietzel, hau ab! Rietzel, lass das! Lass endlich Goldfische in Ruhe! Was nehmen Sie sie? Hau ab! Ich mach das schon. Der nächste. Bist du Lenchen? Lilie? Annette? Annette! Und sitz! Sitz! Ritzel, lass endlich die Katze in Ruhe! Sitz! Auf! Mach Sitz! Ritzel, sitz! Hör mal, ich finde, die Praxis sollte frei bleiben von diesem ganzen Theater. Ganz deiner Meinung, gilt übrigens auch für den Rest des Hauses. Ich muss wieder runter. Hast du mit dem Klempner telefoniert? Was für ein Klempner? Ich hab's angefangen, ich mach's fertig. Ich finde, wir sollten einen Profi, weißt du, das geht einfach schneller. Schneller würde es gehen, wenn mir nicht dauernd 1 bis 2 Dutzend Tiere zwischen die Beine rennen würden. Gut, wir besprechen das nachher, ja? Philipp! Wir besprechen das jetzt. Hund oder Katze? Das ist eine Tierarztpraxis. Die braucht das Wasser. Hunde, Katzen, Vögel, Fische und ich auch. Ich sehe keinen weißen Kombi. Kastenwagen. Sehe ich auch nicht, Blutschatz. Das könnte sie sein. Schildpattkatzen kriegen immer rote Junge. Und guck mal, die Zitzen sind vergrößert. Sie muss vor kurzem Mutter geworden sein. Ha, selber klug, Scheiße. Sie sucht ihre Jungen. Na, wer sagt's denn? Wir haben ihn. Nee, krieg gar nicht rein.
Nö, weiß ich nicht. Was? Musik ist so laut. Was? Geht nicht leiser. Altes Gerät. Mein Gott. Tja, kann man nichts machen. Sag mal, hörst du schlecht? Ich krieg die Teile nicht. Ja, du mich auch. Da sind hier rum bitte, das geplatzte Rohr ist im Keller und bitte leise. Die Kinder schlafen? Nein, meine Frau schläft auch nicht. Also wissen Sie, sie ist manchmal ein bisschen empfindlich, was Reparaturarbeiten anbelangt. Schönen guten Tag, Frau Hansen. Grüß Sie. Gar kein Tier dabei? Oh, das ist schon in Ordnung. Ferndiagnose. Ist es Klempnerwerkzeug? Klempnerwerkzeug? Was ein Zufall, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wir haben nämlich ein Problem unten im Keller. Wir haben zwar ein Problem, aber nicht im Keller. Ich habe dir gesagt, ich habe es verbockt. Ich mach's wieder rein. Vielleicht wäre es gut, wenn jeder das tut, was er wirklich kann. Ja, zum Beispiel Tiere verarzten, statt Tiere zu sammeln. Ich komme dann mal später wieder, ja? Gern. Herr Akte, mögen Sie Katzen? Macht dir einen schönen Tag, egal was kommen mag. Du bist, wie man sich sagt, zur rechten Zeit am rechten Ort. Zu Hause dicke Luft, da weht der Straßenduft dir deine Sorgen wieder fort. Hallo, wer ist denn da? Können Sie mal die Musik leiser machen? Was soll ich machen? Die Musik leiser. Geht nicht, wer ist da? Hansen, Frau Hansen. Sie müssen dringend kommen. Ja, kann ich aber nicht. Wieso? Aber es ist ein Notfall. Was für ein Notfall? Ja, Sie müssen mir schon sagen, worum es geht, Frau Hansen. Mama! Mama, Notfall! Ja, was schreist du denn so? Wann kann ich endlich wieder spülen? Eine Wasserleitung! Ja, mach ich! Bin ja sozusagen Mädchen für alles. Wo denn? Ah, beim Tierarzt! Ja, ja, ich beeil mich. Mein Gott, zugereist, da kann mir ja nicht schnell genug gehen hier. Ich weiß schon, Goldfisch ist niedlich. Aber die Alternative wäre, dass wir Brezel weggeben. Und Brezel war zuerst da. Ist eine Alternative, Papa? Na, da muss man sich entscheiden. Entweder das eine oder das andere. Zum Beispiel, ob wir lieber eine Klospülung wollen oder Mama. Ah, Herr Doktor. Mensch, dass ich Sie gerade sehe. Mir ist schon wieder eine trächtige Katze zugelaufen. Sie wüssten nicht zufällig jemanden, der kleine Kätzchen braucht? Wir dachten eigentlich, dass Sie vielleicht... Oh nein, danke. Meine Bude ist voll, ja? Wir hätten auch noch einen Hund als Alternative. Tja, wird er ordentlich zahlen müssen, Herr Tierarzt, für seinen Notfall. Was machst du denn hier? Blinder Passagier? Hat mein Mann Sie engagiert? Nee, eigentlich eine Frau. Ah, dem Mädchen.
Naja, egal. Kollegin? Naja, eher nicht. Na gut, kommen Sie mit. Ich habe da so ein kleines Problem im Keller. Ja, na klar. Greta ist gar nicht hier? Mit Jonas unterwegs, wie üblich. Wir werden noch nicht wieder den Katzenmörder jagen. Ich habe ihr deutlich gesagt, dass das nicht geht. Wer weiß, ob der nur wehrlose Tiere ins Wasser schmeißt. Herr Doktor. Ich muss. Ja, schicken Sie uns die Rechnung. Herr Kolchewski. Danke. Oh nein. Hallo! Ich schaff's nicht, ist zu schwer. Jonas, so ein Glück. Was macht der da drin? Ich glaube, sie erkennt ihr Baby. Scheiße, Mensch. Was soll denn das, hey? Weg von meinem Wagen hier! Wir haben ihr Katzenbaby gefunden. Das ist doch ihrs, oder? Oder haben sie es gar nicht richtig angeschaut, bevor sie es in diesen Sack gestopft haben? Und den Sack mit dieser alten Klokette, die hier zugebunden haben? Beschwert mit diesen Eisenteilen? Diesen kleinen Schnüffler. Hey! Papa, das ist er. Er wollte die Kätzchen ertränken. Ist das wahr? Ach, rutschen Sie mir den Buckel runter. Das macht man hier so. Nein, das ist eine Straftat und außerdem Tierquälerei. Quackstraftat. Die kann man doch gar nicht so schnell ersäufen, wie die sich vermehren. So ist mein Eigentum. Weg hier. Hey! Weg! Ja. Hey! Ach. Bleib hier, bleib! Wir bleiben hier. Katzenmörder gab Gas. Er wollte die Beweise für seine gemeine Tat vernichten. Halt! Ja! Hilfe! Ich kann nicht filmen! Hier! Bei Gott, helfen Sie meine Hand! Hier, kommen Sie her! Hilfe! Hier! Kinder, jetzt helft doch! Also, ich würde ihm nicht helfen. Merkt doch mal, wie das ist. Hilfe! Ich glaube, er hat's kapiert. Es kommt endlich! Ich lauf ab! Zentimeter noch! Los, nochmal! Ja. Bei Gott! Der Schrotthändler wusste jetzt, wie sie sich anfühlt, die Angst zu ertrinken. Aber seine Katzen holte er nicht mehr ab.
weder die Mutter noch den kleinen Goldfisch. Doch bei uns konnten sie auch nicht bleiben. Frau Niethammer, ein Taschentuch. Das war's dann wohl, Doktor. Sie hatten recht. Sie hatte so viel Schmerzen in der letzten Woche. Und jetzt ist sie tot, meine beste Freundin. Sie ist nicht tot, Frau Niethammer. Sie hat bloß ein bisschen geschlafen. Aber jetzt ist sie wieder ganz munter. Aber sie fühlt sich nicht an wie Lenchen. Lenchen hat ja eine kahle Stelle hinterm Ohr. Das ist eine andere Katze. Stimmt schon, das ist nicht Lenchen. Entschuldigen Sie, Frau Niethammer. Ach, lassen Sie sie mir ruhig. Lassen Sie sie. Ein bisschen fühlt sie sich ja tatsächlich an wie Lenchen. Wollen Sie Sally zu sich nehmen, Frau Niethammer? Ja, meinst du? Ja, vielleicht, ja. Dann bin ich nicht so allein. Ja, Sally ist nicht allein. Da wäre noch... Ach. Sie würden uns einen großen Gefallen tun. Und Lenchen wär's bestimmt recht. Das glaube ich auch. Denn auch Katzen mögen bestimmt am liebsten ein Happy End.